Also gut. The Picasso Summer. Das gibt uns doch Gelegenheit für ein kleines Name-Dropping. Igor Stravinsky, Ray Bradbury, Jean Renoir, François Truffaut, Audrey Hepburn, Luis Miguel Dominguín und wo wir schon dabei sind, Pablo Picasso. Dieser Name ist weniger bekannt. Wes Hershenson, der Mann, der den Film über Jahre vorangebracht hat und dabei einiges hinnehmen musste. Hershenson war Animationskünstler, hat für Disney gearbeitet und hatte drei Idole. Ludwig van Beethoven, Audrey Hepburn und Pablo Picasso. Hershenson hatte sich in den Kopf gesetzt, einen Animationsfilm mit Picasso zu erstellen, der persönlich die Bilder dazu malen sollte. Es ist eine lange Geschichte, darum fassen wir zusammen. Nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Es trifft sich, dass der berühmte Torero Luis Miguel Dominguín ein enger Freund Picassos war und dank der Vermittlung von Dominguín gelang es Hershenson, Picasso ein einziges Mal in einem Restaurant in Cannes zu treffen. Und, oh Wunder, Picasso war der Idee des Animationsfilms nicht abgeneigt. Zuvor hatte Hershenson es geschafft, ein »Vielleicht mal sehen« von einem Kollegen Stravinskys für die Filmmusik zu ergattern. Stravinsky und Picasso. Wie schön. Bleibt nur noch, einen Probedreh zu machen, damit Picasso bewusst wird, wie viel Arbeit auf ihn zukommt. Nun gut, die Sache wird komplizierter, als klar wird, dass echte Schauspieler für die Finanzierung nötig sind und damit auch ein Regisseur, am besten einer der Spitzenklasse. Ray Bradbury hatte passenderweise eine Novelle über Picasso geschrieben, die 1957 im Playboy erschienen war und die er zu einem Drehbuch umschreiben konnte. Und was den Regisseur angeht, warum nicht Jean Renoir, dessen Vater ein nicht unbekannter Maler war? Okay, alles gut. Fehlt nur noch das Casting. Sie dachten da an Gregory Peck oder Leslie Caron oder, na sowas, an Audrey Hepburn. Wes Hershenson fährt ganz nervös zu ihr in die Schweiz, um sie zu überzeugen. Aber es klappt nicht und das mit Renoir klappt am Ende auch nicht. Also vielleicht Truffaut? Nach Fahrenheit 451 wäre Bradbury darüber hoch erfreut, aber Truffaut gefallen das Drehbuch und die Animationsszenen nicht, also kein Truffaut. Na gut, Regie führt Serge Bourguignon, den noch der Ruhmesglanz seines Oscars für Sonntage mit Sibylle im Jahr 1963 umgibt. Der Dreh beginnt und die Hauptrollen spielen letztlich Albert Finney und Yvette Mimieux, die wir eben schon kurz erspäht haben. Yvette Mimieux war zuvor in die Zeitmaschine fast von einem bösen Morlock entführt worden. Sie konnte aber entkommen und hier geht es ruhiger zu. Sie fährt in Südfrankreich Elektrofahrrad, in Begleitung ihres Mannes, einem Picasso-besessenen Architekten, der also von Albert Finney gespielt wird. Der zuvor schon einen Architekten gespielt hatte, der auch auf französischen Straßen spazieren fuhr. Im Auto, mit Audrey Hepburn. Der Film hieß Zwei auf gleichem Weg und war von Stanley Donen gedreht worden, der später Yvette Mimieux heiraten würde, die, wie gesagt, in The Picasso Summer Finneys Frau spielt. Hoffentlich können Sie folgen. Ach, und Picasso? Wes Hershenson hatte nie deutlich gesagt, ob sein Freund Pablo, der persönlich im Film auftreten sollte, wirklich teilnehmen würde. Und was seinen Einsatz für die Bilder und Animationen betrifft, werden wir noch sehen, was passierte. Wir können uns also denken, dass die Stimmung am Set etwas angespannt war, als den Produzenten auffiel, dass der Freund Pablo in Wirklichkeit nie fest zugesagt hatte. Und es musste ja so kommen. Picasso hat schließlich Nein gesagt. Nein. Zu allem Überfluss entpuppte sich Serge Bourguignon als schwer zu ertragen. Dass er gerne oberkörperfrei auf einem Pferd Regie führte. Okay, aber für Bradburys Geschmack improvisierte er zu viel, weshalb er beschloss, fast alles mit einem anderen Regisseur neu zu drehen. Mit Robert Salen, einem Werbespezialisten, der später diesen Film mit dem zukünftigen Magnum Tom Selleck ohne Schnurrbart drehen würde, der dank der Seife von Safeguard gut roch. »50 Jahre später ist nicht klar, was vom Originaldreh von Bourguignon im fertigen The Picasso Summer übrig ist. Und wir wissen zum Beispiel nicht, ob das Elektrofahrrad seine Idee war oder die von Salen. Was wir wissen ist, dass die optischen Effekte auch nicht jünger werden. Dass die französischen Figuren nicht vorteilhaft dargestellt wurden. Dass besagte Animationsszenen in drei Teilen in den Film integriert worden sind und dass Wes Hershenson quasi alles allein gemacht hat. Ohne Picasso. Und was für wesentliche Dinge wissen wir noch? Mal sehen. Die Musik stammt nicht von Stravinsky, sondern von Michel Legrand.
Dominguín spielt eine wichtige Rolle, wie bei der Planung des Films. Deshalb dürfen wir uns eine lange Stierkampfszene anschauen, die man sich hätte sparen können. Der Stier ist sicher unserer Meinung. Ah, die deutsche Touristin wird von der Schauspielerin gespielt, die in Fahrenheit 451 mit ihren Büchern brennt. Was uns zurück zu Ray Bradbury führt, der mit diesem Comic möglicherweise zufriedener war, der zuvor von seiner Novelle inspiriert worden war und viel näher an der ursprünglichen Handlung blieb. Zugegeben, der Stoff aus besagter Novelle würde vermutlich problemlos für einen Film von, sagen wir, einer Länge von 5 Minuten reichen. Na gut, 8 Minuten. Aber um mehr daraus zu machen, musste man eben alles breittreten. Daher das Elektrofahrrad. Also gut, der von Albert Finney gespielten Figur gelingt es nicht, Picasso zu treffen. Er steht mehrmals vor verschlossener Tür und kann nur mit seiner Frau das Picasso-Museum in Valoris bei Kerzenlicht besuchen, wie es Picasso wünschte. Achtung, das geht jetzt nicht mehr, außer bei seltenen Gelegenheiten, wie bei einer langen Nacht der Museen. Und, so ein Mist, am Ende verpasst er Picasso sogar ganz knapp, weil er ihn da hinten am Strand nicht bemerkt, wo er gerade ein großes Bild in den Sand malt. Ein großes Bild, das bald von der Flut verwischt wird. Na gut, am Mittelmeer gibt es keine Flut. Aber das ist sowieso nicht das Mittelmeer, sondern die kalifornische Küste auf Catalina Island. Und das ist nicht Finney, sondern sein Double. Er hat sich sicher darüber gefreut, wie sich die Speckröllchen seines Doubles im Gegenlicht abzeichnen. Und das ist auch nicht Picasso, sondern der auf Catalina berühmte Duke Fishman, The Duke of Catalina genannt, der Picasso wirklich ähnlich sah. Und Meister Propper. Einer Legende nach soll er sogar die Inspiration für Meister Propper gewesen sein. Jedenfalls hat er ihn in einer Serie mit den Monkeys gespielt. Sie finden das jetzt wahrscheinlich etwas chaotisch, aber da The Picasso Summer ein ziemliches Chaos ist, dachten wir uns, machen wir es chaotisch. Ah, wir wissen auch, dass der Film nie in die Kinos kam. Und was ist mit Beethoven?